Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie hier aus dem Zentrum für Strahlentherapie in Freiburg. Was Sie hinter mir sehen, ist mein Medikament. Das ist unser Linearbeschleuniger, mit dem wir unsere Patienten behandeln. Und ich wollte Ihnen etwas ankündigen. Und zwar würden wir Sie einladen, ganz herzlich einladen, am 24.03. um 18.30 Uhr bei uns unser Online-Fortbildungsveranstaltung dabei zu sein. Und zwar würde ich Ihnen gerne etwas erzählen über Arthrose. Die Arthrose kann auf vielfältige Weise behandelt werden, das muss ich Ihnen nicht sagen. Ich muss Ihnen auch nicht sagen, dass bei den Jahrgängen ab 65 die Hälfte aller Frauen und ein Drittel aller Männer von Arthrose geplagt ist, sodass das ein großes Problem für Schmerzen und Bewegung ist. Und wir können mit der Strahlentherapie, so viel soll ich schon verraten, wir können mit der Strahlentherapie da auch eine sehr gute Therapie anbieten. Diese wird auch von den Krankenkassen, von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Und diese Therapie, die findet tatsächlich auch hier in dem Bunker, in dem Strahlenschutzraum, an dem Linearbeschleuniger hinter mir statt. Das möchte ich Ihnen dann ausführlich erzählen. Aber eins möchte ich nicht versäumen, Sie noch auf was hinzuweisen. Wir würden auch organisatorisch, wie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Zuweiser und uns als Strahlentherapeuten verbessert werden kann, ein paar Tipps geben. Ich sage nur ein Beispiel, das Hausarztvermittlungsmodell. Das sorgt unter anderem dafür, dass die Patienten bei uns ganz schnelle Termine bekommen. Das werde ich Ihnen dann anlässlich unserer Fortbildung noch mal näher erläutern. Ich darf ganz herzlich Danke sagen und freue mich, Sie am 24.03. um 18.30 Uhr begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.